In den letzten Tagen gab es mehrere Anfragen nach längeren Kapiteln. Ich freue mich, euch mitteilen zu können, dass dieses Video genau diesen Wunsch erfüllen wird. Es enthält die letzten 6 Episoden des ersten Kapitels Aufbruch zur Erde. Um einen Film von 1 Stunde Dauer zu erstellen, benötige ich normalerweise etwa 3 Monate. Ich verstehe jedoch, dass dies dem YouTube-Algorithmus widerspricht und es euch wahrscheinlich auch nicht gefällt, so lange warten zu müssen. Angesichts dessen habe ich mich für eine alternative Lösung entschieden. Ich werde regelmäßig Zusammenfassungen der einzelnen Episoden veröffentlichen, sodass ihr eine angemessene Länge von ungefähr 1 Stunde erhaltet. Bevor wir mit dem Video beginnen, hätte ich eine kleine Bitte. Es würde diesem Kanal wirklich sehr helfen, wenn ihr ihn abonnieren und ihm einen Daumen nach oben geben würdet. Denn nur so kann unsere Gemeinschaft weiter wachsen. Schließlich haben wir schon 148 Abonnenten. Nun viel Spaß beim Video. Logbucheintrag. Sternzeit 7.12.3511. Die Anomalie, durch die wir vor über 4 Dorsek in diesen Teil der Galaxie gekommen sind, ist nun geschlossen. Sie wird keinen Schaden mehr anrichten. Die Spezies, die hier einst gelebt hat, nannte sich selbst Sokoliraner. Für mich immer noch ein fast unaussprechliches Wort, ihren Datenbänken zufolge haben sie einst mit den Tarax und Xoxas auf demselben Planeten gelebt. Dank meiner Crew ist es gelungen, die Anomalie ein für alle Mal zu schließen. Wir haben ihre Bibliotheken und Datenbänke auf das Hauptschiff die Quer 2 übertragen, um dann mit dem Recycling und der Replikation der neuen Schiffe begonnen. Die Sokoliraner hatten ein Material entwickelt, das die Energie der Waffen der Tarax und Xoxas vollkommen absorbieren kann. In Verbindung mit der Absorbertechnologie von Mervyn ist es nun unwahrscheinlich, dass wir durch einen einzigen Schuss aus der Hauptwaffe ihrer Schiffe Schaden nehmen. Jedes unserer Schiffe hat durch dieses neue Material ein Update erhalten. Aufgrund unserer besonderen Technik zur Übernahme fremder Schiffe haben wir die Absorber in die Schiffe integriert. Wir sind jetzt bereit, unseren letzten Weg zur Erde anzutreten. Ich hoffe nur, dass wir noch etwas vorfinden, das es zu retten lohnt. Aber ohne die nötige Kapazität an Schiffen könnten wir niemanden retten. Logbucheintrag Ende. Captain, vor 200 Parsec wurde das letzte Generationenschiff in die Flotte aufgenommen. Nach Abschluss der Inspektion kann ich sagen, dass das Schiff voll einsatzfähig ist. In Anbetracht der Größe unserer Flotte empfehle ich eine Neuregelung der Hierarchie. Ich nehme an, Sie haben sich dazu schon Gedanken gemacht. In der Tat, Captain. Mein Vorschlag wäre, jedem Schiff einen Namen zuzuweisen. Des Weiteren braucht jedes Schiff seinen eigenen Captain, was die Captain logischerweise 2 Ränge höher bringt. General, haben Sie schon Vorschläge für die Namen? Ich dachte an Sternenkonstellationen und Sterne selbst. Der Gedanke gefällt mir. Wenn wir schon bei der Vergabe von Namen und Titeln sind, dann wäre es sinnvoll, dies auch für die unteren Ränge zu ergreifen. Talia, an was haben Sie da gedacht? Ich nehme Sie als Beispiel Erster. Aus dem ersten Offizier müsste ein Commander werden. In Ihrem Falle müsste es heißen First Commander. Wenn Sie sich dann noch einen Namen dazu aussuchen würden, wären Sie innerhalb der Flotte einzigartig zu erkennen. Für die anderen Schiffe würde Commander und Captain ausreichen. Die Idee gefällt mir, ich habe allerdings noch eine Frage. Wenn wir uns zukünftig zu erkennen geben, wie nennen wir uns dann? Eine gute Frage. Ich hätte da einen Vorschlag. Durox ist doch ein Planet ohne jegliche Regierung. Genau genommen haben wir unsere Herkunft, unsere Entstehung auf Durox. Wie hört sich das an? Wir sind die vereinte Flotte von Durox. Das hört sich gut an. Ja, das gefällt mir. Ja, das ist gut. Oh ja, das hört sich wirklich gut an. Entschuldigt, vergesst ihr nicht etwas? Auf Durox gibt es nichts außer Wüste. Ich meine, wenn wir mit euren Leuten dort ankommen, sollte dann dort nicht zumindest eine vernünftige Stadt stehen? Wir könnten die mobile Werft mit folgender Aufgabe zurückschicken. Bis wir auf Durox ankommen, könnte mit der Werft eine neue Zivilisation vorbereitet sein. Wir müssten dazu nur bei der Rückreise mit halber Hypergeschwindigkeit fliegen. Dann hätte die Werft genügend Zeit, den Heimatplaneten zu terraformieren. Die Ideen gefallen mir alle. Was braucht die mobile Werft für ihren Auftrag? Theoretisch nur die Replikatoren, die sowieso schon an Bord sind. Gut, dann beginnen Sie erst. Ich denke, ich habe schon ein paar Namen für die Schiffe. Ich freue mich, dass Sie alle den Weg von Tarek gegangen sind. Wie ich an Ihrem Äußeren sehe, hat Ihre Fantasie keine Grenzen. Behalten Sie diese Fähigkeit des Denkens in Ihrem Herzen aufrecht. Unkonventionelles Denken und Handeln ist in Anbetracht unseres Feindes sehr wichtig.
Ich teile Ihnen jetzt Ihre Kommandos zu. Captain Norbu und Commander Wax, Sie übernehmen die Durok Space One und fliegen nach Duroks zurück. Ihre Aufgabe ist es, den Planeten Duroks zu einer Oase des Lebens zu terraformieren. Bauen Sie für die derzeitigen Bewohner eine ebenso blühende Oase wie für die kommenden Bewohner. Zeigen Sie ihnen, dass sie nicht vergessen worden sind. Für die Rettungsmission zur Erde sind folgende Kommandos eingeteilt. Captain Tark und Commander Unak, Sie übernehmen die Alpha Centauri. Captain Krobus und Commander Oruk, Sie übernehmen das Kommando über die Sirius. Captain Rack und Commander Sax, Ihr Kommando ist die Sigma 9. Captain Xar und Commander Sukra, Sie übernehmen das Kommando über die Vega 7. Für die Verteidigung der Flotte sind folgende Kommandos zuständig. Captain Turok und Commander Zorg, Sie übernehmen das Kommando über die Terra 1 und geben zusammen mit der Quert 2 sowie dem Destroyer Durox unter dem Kommando von Captain Beatrice der Flotte Rückendeckung. Lassen Sie uns an die Arbeit gehen. Major Mace, bitte sorgen Sie dafür, dass unser taktischer Zustand immer aufrechterhalten wird. Jawohl, Captain. Leutnant Duval, veranlassen Sie rechtzeitig einen jeweiligen Stopp zum Aussetzen der Transporter-Sonden. Ich möchte sicherstellen, dass wir den ganzen Sektor unter Kontrolle haben. In Arbeit, Captain. Leutnant Zukova, halten Sie den Kurs auf den Gasriesen Gorm 47. Jawohl, Captain. Der Kurs liegt an. Commander Wax. Ich möchte die Eismonde des Gasriesen Gorm 47 mit den Teleporter-Sonden abbauen. Wir können unmöglich den benötigten Anteil Wasser in unsere Frachträume aufnehmen. Jawohl, Captain. Ich werde einen Plan zum Abbau der Eismonde initiieren. Ensign Farrell, planen Sie den Bau für die Trabantenstädte. Ich möchte wissen, wie viel Material wir benötigen. Jawohl, Captain. Leutnant Lux, gehen Sie auf gelben Alarm. Machen Sie Meldung von jedem noch so geringen Abweichen der Norm. Sollten Sie sich nicht sicher sein, gehen Sie auf roten Alarm. Ich habe verstanden. Commander Wax, Sie haben die Brücke. Ich bin in meinem Raum. Jawohl, Captain. Captain, Sie werden auf der Brücke gebraucht. Ich bin unterwegs. Captain auf der Brücke. Der Schiffszustand ist maximaler taktischer Zustand. Captain, Leutnant Lux hat soeben einen Tarax Leviathan geortet. Ich habe das Enter-Kommando schon aktiviert. Leutnant Zukova, wie lange noch, bis wir in Transporter-Reichweite sind? Bei der derzeitigen Geschwindigkeit, Hyperdrive 7, benötigen wir noch 200 Parsec. Leutnant Duval. Scannen Sie, bis die Übernahme des Leviathan abgeschlossen ist, nach Lebenszeichen, die nicht von den Tarax sind. Sollten Sie biologische Lebenszeichen finden, teleportieren Sie diese und behalten Sie diese in Puffer. Ja, Captain, in Arbeit. Ensign Farrell, scannen Sie den Bereich um den Gasriesen Gorm nach allem, das ungewöhnlich ist. Ob es ein Asteroid ist, der sich verkehrt herumdreht, oder ob es eine schwache Energiesignatur ist. Sie machen sofort die Koordinaten aus. Jawohl, Captain. Major Mace, aktivieren Sie sämtliche passiven Abwehreinheiten. Sollte dies eine Falle sein, möchte ich vorbereitet sein. Im Falle, dass sich eine Rettungskapsel vom Leviathan löst, teleportieren Sie diese in den Puffer. Jawohl, Captain. Computer, öffne einen schiffsweiten Kanal. Captain, Sie können sprechen. Wir treffen in weniger als 200 Parsec auf einen Tarax Leviathan. Unser derzeitiger Schiffszustand ist maximaler taktischer Zustand. Achten Sie während der Übernahme des Leviathans auf jegliche Ungereimtheiten in Ihrer Umgebung, möge sie noch so gering sein. Ich erwarte, dass Sie dann sofort eine Meldung machen. Captain Norbu, Ende. Wir verlassen in 2 Parsec den Hyperdrive. Ich lade das Enter-Kommando in den Musterpuffer. Auf diese Weise sparen wir 10 Mikrosec. Es befinden sich keine anderen Lebenszeichen an Bord des Leviathan. Ich kann keine Veränderungen in der Umgebung erfassen. Ich scanne jedoch weiter.
Das Enterkommando ist an Bord des Leviathan. Der Leviathan geht in Phasenverschiebung. Die gesamte Besatzung des Leviathan wurde neutralisiert. Commander Wax, schicken Sie eine Crew an Bord des Leviathan. Gliedern Sie ihn in die Flotte ein. Sorgen Sie dafür, dass die flottenspezifischen Modifikationen am Leviathan durchgeführt werden. Jawohl, Captain. Leutnant Duval, beginnen Sie mit dem Aussetzen der Teleporter-Sonden. Ja, Captain, in Arbeit. Captain, das Teleporter-Netzwerk ist für diesen Sektor installiert. Leutnant Duval, sind alle Teleporter-Sonden in maximalem taktischen Zustand? Ja, Captain. Alle Teleporter-Sonden sind in maximalem taktischen Zustand. Leutnant Sukova, setzen Sie einen Kurs nach Durox mit maximalem Hyperdrive. Jawohl, Captain. Ich setze den Kurs nach Durox mit maximalem Hyperdrive. Captain, ich habe die Analyse über die Verteidigungsmöglichkeiten der neuen Kolonie gemacht. Wir können unmöglich den ganzen Planeten Durox während der Terraformierung schützen. Commander, was schlagen Sie also vor? Ich schlage vor, wir bauen eine Orbitalstation. Der Vorteil dieser Orbitalstation wäre, dass sie vollkommen in maximalen taktischen Zustand gehen kann. Commander, beginnen Sie mit der Planung. Ensign Ferrol, helfen Sie Commander Wax bei der Ausarbeitung dieser Orbitalstation. Jawohl, Captain. Jawohl, Captain. Leutnant Sunshine, Bericht. Captain, keine besonderen Vorkommnisse. Es gibt lediglich einen Nebel in 500.000 K-Klick Entfernung an Steuerbord. Major Jackson, halten Sie die Hauptwaffe in Schussbereitschaft. Aye, aye, Captain. Leutnant Blork, wie ist unsere derzeitige Geschwindigkeit? Wir fliegen derzeit mit maximalem Hyperdrive. Der Antrieb ist unter 85% Last. Die Schilde halten bei 100%. Der Blick nach Achtern zur Flotte ist im grünen Bereich. Die Quer 2 wird in 50 Parsec eine weitere Boje mit Teleportersonden aussetzen. Leutnant Chase, laden Sie 3 Enter-Teams in den Musterpuffer. Ich möchte, dass wir jederzeit bereit sind. Den Langstreckenscans zufolge hat der zentrale Planet eine ungewöhnliche Flugbahn. Leutnant Nicole, erklären Sie das bitte genauer. Der Trabant des zentralen Planeten hat eine ungewöhnliche Masseverteilung. Es liegt der Schluss nahe, dass der Trabant des zentralen Planeten zum Teil zerstört wurde. Wie lange noch, bis wir genaueres mit den Scannern erfassen können? Meiner Schätzung nach, in 2 Tagen. Dann können wir es mit den Kurzstreckenscannern genauer erfassen. Halten Sie mich auf dem Laufenden. Jawohl, Captain. Computer, wie ist der allgemeine mentale Zustand unserer Gäste? Der mentale Zustand der Gäste hat sich seit dem Verlassen der Dergosh entscheidend verbessert. Admiral, ich möchte mir, wie alle anderen, auch einen Namen aussuchen. Selbstverständlich, wenn dies dein Wunsch ist, lass mich wissen, wie ich dich ansprechen soll. Danke, Admiral. Admiral, ich möchte Sie bitten, mich zukünftig mit Verena anzusprechen. Ich empfinde es als unschön, nur mit einem Sachnamen angesprochen zu werden. In Ordnung, Verena. Wie ich dir gestern schon gesagt habe, kann ich dich gut verstehen. Es ist nur etwas gewöhnungsbedürftig für mich als Mensch. Ich verspreche dir jedoch, dass ich mich bemühen werde, es nicht zu vergessen. Ich weiß das zu schätzen, Admiral. Admiral, ich setze jetzt die Boje mit den Teleporter-Sonden aus. Meine Scans haben keine besonderen Ergebnisse erbracht. Admiral, Captain Beatrice wünscht eine holographische Besprechung. Die Teilnehmer sind Captain Norbu, Captain Turok sowie Captain Beatrice. Verena, bitte stelle sie durch. Admiral. Admiral. Admiral, mein Leutnant Nicole hat eine beunruhigende Entdeckung gemacht.
Offenbar ist er mondbeschädigt worden. Ein genaues Ergebnis bekommen wir in 2 Tagen. Ich hoffe, wir kommen nicht zu spät. Henry, sicher hättest du schon früher dort sein können. Aber dein Schiff, die Quert, hatte nicht die Kapazität, alle mitzunehmen. Es macht also keinen Sinn, sich deswegen Vorwürfe zu machen. Wir haben vor 200 Parsec einen Tarax-Leviathan aufgebracht. Er befand sich im Orbit des Gasriesen Gorm. Wir haben den Leviathan nach der Übernahme in die Flotte integriert. Commander Wax hat Berechnungen zur Verteidigung des Planeten Durox angestellt. Während der Terraformierung sind wir nicht in der Lage, den Planeten ausreichend zu schützen. Wir bauen deswegen übergangsweise eine Orbitalstation, in der sie ihre Zivilisation für die erste Zeit unterbringen können. Captain Norbu, ich danke Ihnen und Commander Wax für Ihre Weitsicht. Beim Bau der Orbitalstation bewaffnen Sie diese bitte ausreichend. Notfalls bauen Sie eine zweite, damit Durox geschützt werden kann. Admiral, ich möchte Ihnen einen Vorschlag unterbreiten. Commander Sorg und ich sind zu der Ansicht gelangt, dass sich die Quer 2 und die Terra 1 rotierend um die Generationenschiffe bewegen sollten. Die Generationenschiffe selbst sollten sich ebenfalls entgegengesetzt rotieren bewegen. Auf diese Weise wird es einem möglichen Feind schwer gemacht, ein Schiff ins Ziel zu nehmen. Captain Turok, übertragen Sie Ihre Pläne an die gesamte Flotte, damit wir ein Verfahren ausarbeiten können. Captains, Admiral, wir sehen uns. Beatrice Ende. Admiral, Captain Norbu Ende. Admiral, Turok Ende. Talia, Soria, was haltet ihr davon? Ich finde es fantastisch, wie Sie alle mitdenken. Das mit deiner Welt tut mir leid. Jedoch hatten wir die Information schon aus der Datenbank. Henry, ich bin der Meinung, es gibt eine Zeit für die Trauer. Es gibt aber auch eine Zeit für das Handeln. Im Moment ist die Zeit für das Handeln. Soxas haben schlimmer zugeschlagen, als es in den Datenbänken geschrieben stand. Ich hatte die Hoffnung, dass wir mit den jeweiligen Regierungen vernünftig reden könnten. Wenn ich das Verhalten unserer Gäste zugrunde lege, bin ich der Meinung, wir müssen erst die Personen finden, mit denen vernünftig zu reden ist. Nach dem, was wir durch die Drohnen erfahren haben, schlage ich vor, dass wir ganz bewusst erst einmal die Wissenschaftler kontaktieren, die noch übrig sind. Es ist zu lange her seit dem Angriff. Es haben sich Gruppierungen gebildet und neue Hierarchien. Die neuen Führer dieser Gruppen werden jede Einmischung von uns als Afrong gegen sie verstehen. Richtig, Sandra. Wir müssen erst einmal welche finden, mit denen wir vernünftig reden können. Gut, was sind also eure Vorschläge? Wir haben vereinzelt Radiosignale aufgefangen. Ich denke, wir sollten versuchen, mit den Betreibern dieser Radiostationen Kontakt aufzunehmen. Sie erreichen wahrscheinlich mehr von ihren Leuten, als wir es tun könnten. Was wäre, wenn ich eine Radiosendung ausstrahlen würde? Ist dann halt etwas ganz Belangloses. Wir können ja feststellen, ob diese Sendung gehört wird. Dann erst nach und nach kann ich von einer neuen Zukunft sprechen. Ginger, das machst du. Diese Idee gefällt mir sehr gut. Commander Erin, Ihre Idee ist ebenfalls gut. Auch dieser Ansatz muss verfolgt werden. Wir könnten doch ein Konservenlager replizieren. Und Ginger könnte das über ihre Radiosendung bekannt geben. Diejenigen, die sich dann dort versammeln, sind auf jeden Fall positiv gegenüber Ginger gestimmt. Ich würde aber nicht nur ein Konservenlager replizieren, sondern in größeren Abständen weitere. Dann könnte Ginger eine Sondersendung machen und allen bekannt geben, dass sie zu einer Gruppe gehört, die solche Lebensmittellager sucht. Das wäre zumindest ein Beginn für einen positiven Einfluss auf die ganze Situation. Die Wissenschaftler sollten aber auch zu Wort kommen. Die Möglichkeit, dass die Wissenschaftler Einfluss nehmen könnten, sollten wir nicht unterschätzen. Wir sollten uns aber auch darüber im Klaren sein, dass sie gegenüber Raumschiffen und Fremden nicht sonderlich friedlich sind. Also, Ginger, du beginnst mit der Übertragung deiner ersten Sendung.
Ich denke da an eine Radiosendung, so wie es sie früher gab, etwas Musik und etwas Smalltalk. Erzählt den Leuten, dass du zu einer Gruppe gehörst, die versuchen, all die Leute zu finden, die wieder einen Aufschwung möglich machen. Sehr gute Idee, Henry. Henry, du könntest ihnen doch berichten, wie man Treibstoff aus Abfällen herstellt. Eben lauter solche nützlichen Dinge, wie man aus einfachsten Gegenständen oder Zutaten etwas Nützliches herstellt. Ja, richtig. Wir müssen die Leute dazu bekommen, dass sie sich auf die Sendung einlassen. Wäre es da nicht ratsam, eine Basis auf der Oberfläche zu errichten, damit wir unter Umständen auch direkten Kontakt mit den Bewohnern aufnehmen können? Henry, Beatrice, Sandra und Ginger, ihr seid die Einzigen, die sich mit dem Leben auf eurem Planeten auskennen. Vor allen Dingen, die nicht auffallen. Der Rest von uns würde wohl die Aggressionen erst richtig aufkochen lassen. Wir müssen aber Sicherheitsvorkehrungen treffen, weil gegen einen Mob werden wir nicht bestehen können. Hier ist Radio Chi. Der Radiosender mit dem brandheißen News. Ein paar Freunde von mir haben vor einigen Tagen einen herrenlosen Container gefunden. Jetzt ratet mal, was darin war. Okay. Ich verrate es euch. Ein Schiffscontainer voll mit Babynahrung. Es ist so viel Babynahrung, dass es für die Mamas auch noch reicht. Ihr erreicht mich rund um die Uhr auf den Amateurfunkfrequenzen 24 bis 24,5 GHz sowie im Bereich 47 bis 47,2 GHz. Übrigens, mein Freund Henry erklärt euch zu jeder vollen Stunde, wie ihr Biosprit selber herstellen könnt. Bleibt also dran, es lohnt sich. Jetzt geht es weiter mit cooler Musik. Hier ist Radio Chi. Hier ist Radio Chi. Der Radiosender mit dem brandheißen News. Ein paar Freunde von mir haben vor einigen Tagen einen herrenlosen Container gefunden. Jetzt ratet mal, was darin war. Okay. Ich verrate es euch. Ein Chipscontainer voll mit Babynahrung. Es ist so viel Babynahrung, dass es für die Mamas auch noch reicht. Ihr erreicht mich rund um die Uhr auf den Amateurfunkfrequenzen 24 bis 24,5 GHz. Sowie im Bereich 47 bis 47,2 GHz. Übrigens, mein Freund Henry erklärt euch zu jeder vollen Stunde, wie ihr Biosprit selber herstellen könnt. Bleibt also dran, es lohnt sich. Jetzt geht es weiter mit cooler Musik. Hier ist Radio Chi. General, die Übertragung der Radiosendung kommt aus der Wüste von Quadrant 79. Die letzte Patrouille ist durch diesen Quadranten vor 4 Tagen gefahren. Im Bericht fand ich keine Erwähnung von Oberflächenbewohnern. Ein Aufklärer konnte uns nur noch ein kurzes Video senden, bevor er seine Funktion einstellte. Das sieht aus wie eines der Containerdörfer, wie sie nach dem Angriff entstanden sind. Diese Containerdörfer wurden doch, bis auf die 8 uns bekannten, alle abgebaut. Stören Sie ganz offen diese Frequenz? Jawohl, General. Die Koordinaten wurden soeben von der orbitalen Station bestätigt. Es ist mir ein Rätsel, wie in nur 4 Tagen dort ein Containerdorf entstehen konnte. Im Orbit selbst wurde nichts Ungewöhnliches entdeckt. General, die Auswertung der KI ist abgeschlossen. Es ist erwähnenswert, dass die KI zu 100% zu dem Schluss gekommen ist, dass es sich hierbei nicht um ein irdisches Containerdorf handelt. Der zweite Aufklärer ist ebenso abgestürzt wie der erste Aufklärer. Es gab beide Male nur wenige Sekunden für eine Übertragung. Wenn dies das Werk von Aliens ist, dann frage ich mich, was sie im Schilde führen. Offenbar sind sie an einem Kontakt mit uns interessiert. Es gibt, so wie ich das sehe, nur 2 Möglichkeiten. Entweder ein Unterhändler begibt sich persönlich dorthin, oder wir nehmen einen Kontakt auf über die von Ihnen vorgeschlagenen alten Frequenzen. Lassen Sie die mobile Kommandostation betanken. Die Besatzung sollte nur aus Freiwilligen bestehen. Ich stimme es noch persönlich mit dem Oberen ab. General, ich leite alles in die Wege. Passen Sie auf sich auf. Seien Sie gegrüßt, General Ross. Seien Sie gegrüßt, Oberon. Ich habe den Bericht gelesen. Ich muss der KI zustimmen. Wir haben nur eine einzige Erfahrung mit Aliens. Diese war verheerend.
Wie es scheint, es gibt noch weitere Aliens. Möglicherweise sind sie nicht aggressiv. Ihre Assistenz hat mich wissen lassen, dass sie die mobile Kommandostation betanken lassen. Des Weiteren suchen sie nach einer freiwilligen Besatzung. Wissen Sie, auf was Sie sich einlassen? Ja, Oberon. Mir ist bewusst, dass dies möglicherweise ein Auftrag ohne Rückkehr ist. Versuchen Sie, mit diesen Aliens Frieden zu schließen. Wir haben zu wenig Ressourcen, wie Sie wissen haben. Unsere ganzen Waffen, damals nichts gebracht. Gut, wir sagen unsere Bevölkerung immer wieder, wir haben bessere Waffen, wir haben uns weiterentwickelt. Wenn wir ehrlich sind, haben wir nichts, was einer Spezies, die zu solch einer Raumfahrt fähig ist, entgegensetzt. Ich versuche mein Bestes. Unsere Gedanken sind bei Ihnen. Ich habe gerade die Auswertung der Zeitanalyse bekommen. Zwischen dem Angriff der Soxas und unserer Ankunft hier sind 210 Dorsek vergangen. Henry ist der Meinung, dass sie mit dem Wiederaufbau wesentlich weiter gekommen sein müssten. Leutnant Nicole hat daraufhin planetare Sucherdrohnen losgeschickt. Ich weiß, dass es die Zeitdilatation gibt, aber es ist trotzdem schwer zu erfassen. Wir waren einfach zu schnell unterwegs. Hörst du das? Da ist es schon wieder. Ein Rauschen würde ich ja noch verstehen. Aber wo kommt dieser Ton her? Das Störgeräusch ist seit der ersten Sendung da. Es stört die Frequenzen. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, jemand stört absichtlich die Frequenz. Ginger, Sandra, Achtung! Ein gepanzertes Fahrzeug nähert sich mit großer Geschwindigkeit eurem Standort. Das Fahrzeug ist noch 30 Parsec von eurer Position entfernt. Ich habe euch beide für einen Notfalltransport im Scanner. Des Weiteren habe ich einen Interventionstrupp für den schnellen Transport schon im Musterpuffer. Vielen Dank, Verena. Ich danke dir, Verena. Henry, kannst du mich hören? Ja, Sandra, ich kann dich hören. Verena hat mich schon informiert. Hast du irgendwelche Vorschläge, wie wir uns verhalten sollen? Zuerst eure Sicherheit geht vor. Versucht mit ihnen zu verhandeln, wenn ihr merkt, es hat keinen Zweck. Sagt nur, Energie, Verena weiß Bescheid. Sie warten hier. Mein Name ist Thomas Ross. Ich bin der Kommandeur dieses Quadranten. Bei der letzten routinemäßigen Patrouille dieses Quadranten waren diese Aufbauten noch nicht da. Da außer Ihnen beiden keine weitere Person vorhanden ist, liegt die Vermutung nahe, dass Sie nicht von hier sind. Wie haben Sie innerhalb von wenigen Tagen das hier errichtet? Mein Name ist Sandra. Es freut mich sehr, Sie kennenzulernen, General Ross. Das hier ist meine Partnerin, Ginger. Die Freude ist auch auf meiner Seite, General Ross. General Ross, Sie haben recht, wir hatten etwas Hilfe. Ich nehme an, dass Sie selbst zu einem militärischen Verband gehören. Normale Oberflächenbewohner ergreifen die Flucht, wenn wir kommen. Sie hingegen bleiben ganz offen stehen. Sie zucken nicht einmal zusammen, wenn zwei bewaffnete Soldaten auf Sie zu stürmen. General Ross, mir scheint, dass Sie an einem wirklichen Dialog interessiert sind. Gilt das nur für Sie oder auch für Ihre Führung? Zunächst einmal für mich, überzeugen Sie mich, dann kann ich es an meine Regierung weitergeben. Wir stammen ursprünglich von der Erde. Als wir vom Angriff auf unsere alte Heimat erfahren haben, haben wir uns sofort auf den Weg gemacht. Aufgrund der unendlichen Tiefen des Raums, unserer hohen Geschwindigkeit, der damit verbundene Zeitdilatation, haben wir, bis wir hier eingetroffen sind, 210 Jahre gebraucht. Wir haben keine Raumschiffe im Orbit feststellen können. Das werden Sie auch nie können, nur wenn wir es wollen. Ist Ihnen die Theorie der verschiedenen Zivilisationsstufen ein Begriff? Diese Theorie wurde vor vielen hundert Jahren aufgestellt. Es wird heute noch darüber gestritten, ob sie überhaupt anzuwenden ist. Also ja, sie ist mir bekannt. Die Erde befindet sich derzeit auf dem Entwicklungsstand von 0,81.
Wir hingegen haben die Entwicklungsstufe 2 erreicht. Wir haben keinerlei Interesse an den Rohstoffen unserer alten Heimat. Wir erzeugen unsere Rohstoffe selbst mit einem Materie-Replikator. Warum sind Sie hier? Um die Bewohner unserer alten Heimat zu retten. Nur deswegen sind wir hier. Wir waren einst 8 Milliarden Menschen nach dem Überfall durch die Aliens. Waren wir nur noch 3 Milliarden Menschen. Wir können nicht schon wieder einen Großteil davon verlieren. Wer sagt das? Keiner von uns beiden hat gesagt, dass sie welche zurücklassen sollen. Wie wollen sie so viele Menschen unterbringen? Unsere Flotte ist groß genug, dass wir die Bewohner eines ganzen Planeten unterbringen können. Wir besitzen 4 Generationen Raumschiffe. Nur einmal angenommen, wir würden mit ihnen gehen. Diese Aliens könnten uns jederzeit wieder überfallen. Das werden sie sich nicht trauen. Was glauben Sie, woher wir die Information haben, dass die Erde angegriffen worden ist? Wir haben die Tarax und Zoxas angegriffen und ihnen ihre Schiffe weggenommen. Wir sind diejenigen, die sie bei jeder Gelegenheit jagen. Nein. Sind Sie wahnsinnig? Lassen Sie den armen Mann. Das waren nur die Nerven. Wir sagten bereits nur, wenn wir es wollen. Bitte entschuldigen Sie den Vorfall. Lassen Sie uns bitte weiter auf diplomatischem Weg verhandeln. Sprechen Sie mit Ihrer Regierung, wenn Sie bereit zu Gesprächen sind. Schicken Sie eine Nachricht über eine Ihrer Radiostationen. Wir werden uns dann melden. Verena Energie. Eigentlich hatte ich gesagt, ihr sollt kein Risiko eingehen. Wir wussten doch, dass die Schilde halten werden. Verena hatte uns ja schließlich die ganze Zeit im Scanner. Danke, dass ihr beide so besonnen gehandelt habt. Echt? Dann weißt du etwa schon alles? Nein, das nicht. Ihr beide hättet jedoch auch aggressiv reagieren können. Ja, hätten wir, haben wir aber nicht. Nachdem ich gesehen habe, wie entsetzt General Ross war, fiel es mir leicht, es den Nerven eines überreizten Soldaten zuzuschreiben. Wie sich gezeigt hatte, war es doch richtig. Genau das wird er seiner Regierung im Bericht erstatten. Wir dürfen also gespannt sein. Ja, das dürfen wir. Aber in der Zwischenzeit gehe ich duschen. Gute Idee. Konntest du etwas über das geheime Treffen bei Oberon herausfinden? Ja, konnte ich. Oberons Computer war leicht zu hacken. Ich konnte auf seine Kamera am Computer zugreifen. Jana, spann mich nicht auf die Folter. Was hast du? Zeig es mir. Ich habe es selber noch nicht gesehen. General Ross, wir sind äußerst gespannt auf Ihren Bericht. Nun, die Aliens sind mit einer ganzen Flotte im Orbit. Als ich sie darauf angesprochen habe, dass wir nichts entdecken konnten, sagte eine der beiden Frauen ganz deutlich: Nur wenn wir es wollen. Dann sprach sie mich auf die Kardaschow-Skala an. Ich antworte ihr, dass ich die Theorie kenne, dass sie kontrovers diskutiert wird. Daraufhin sagte sie zu mir, dass die Erde derzeit auf dem Entwicklungsstand von 0,87 steht. Sie jedoch auf der Skala den Entwicklungsstand 2 erreicht haben. Sie haben kein Interesse an unseren Rohstoffen, weil sie die Rohstoffe, die sie benötigen, mit einem Materie-Replikator selber erzeugen können. Als ich sie gefragt habe, warum sie hier sind, bekam ich eine Antwort, mit der ich nicht gerechnet habe. Sie sagten, dass sie ursprünglich von der Erde stammen. Sie waren selbst nach dem Vorfall noch sehr freundlich. Nach welchem Vorfall, General? Einer der Soldaten hat nach einer Äußerung die Nerven verloren und auf sie geschossen. Zunächst habe ich sie gefragt, wie ihre Hilfe aussehen soll. Daraufhin hat eine der Frauen erklärt, dass sie im Orbit 4 Generationen Raumschiffe haben, dass ihre Flotte in der Lage wäre, die Bevölkerung eines ganzen Planeten zu evakuieren. Ich habe daraufhin gefragt, was passiert, wenn uns die Aliens, die uns überfallen haben, auch sie überfallen würden. Sie sagte, was glauben Sie, woher wir wissen, dass die Erde überfallen wurde? Wir sind diejenigen, die Aliens, die euch angegriffen haben, bei jeder Gelegenheit jagen und ihnen die Schiffe wegnehmen. Daraufhin fielen die Schüsse. Oh mein Gott, sind Sie verletzt? Die Kugeln sind an ihren persönlichen Schutzschilden abgeprallt. Als ich den Soldaten angeschrien habe, ob er wahnsinnig ist, kam von einer der Frauen eine Antwort, mit der ich nicht gerechnet hätte. Lassen Sie den Mann, das sind nur die Nerven. Daraufhin haben sie sich freundlich verabschiedet und auch erwähnt, dass wir sie über Funk jederzeit erreichen können. Dann sind sie in einem grellen Licht verschwunden.
Der Soldat muss vor ein Kriegsgericht. Ich denke nicht, dass das nötig ist. Eine Spezies, die offen zugibt, dass sie unsere Angreifer bei jeder Gelegenheit jagt. Da läuft es selbst mir bei dem Gedanken kalt den Rücken runter. Ich schließe mich der Meinung von Oberon an. Es wäre an der Zeit, sich über den weiteren Kontakt mit ihnen zu beraten. Ja, das ist es auch. Haben Sie gesagt, warum Sie uns mitnehmen wollen? Liegt das nicht auf der Hand? Wenn Sie von der Erde kommen, wissen Sie, wie die Erde früher ausgesehen hat. Das Warum und das Wie müssen wir im Laufe der nächsten diplomatischen Gespräche ergründen. Er soll künftig die Verhandlungen führen. Wenn Sie es wünschen, würde ich das übernehmen. General Ross wird das tun. Wir werden sehen, wohin das führt. Ich darf doch bitten! Jetzt ist nicht die Zeit für Profilierungskämpfe. General Ross wird das übernehmen. Mit ihm haben Sie vernünftig gesprochen. Stopp, Jana. Aliens, kannst du etwas darüber herausfinden? Ich habe keine Informationen darüber, wirklich nichts. Also, Sie haben Kontakt mit Aliens aufgenommen. Können wir irgendwas in das Aliens-Schiff einschleusen? Hast du eine Idee? Ich habe doch diese Nanoflüssigkeit. Ich müsste nur ein Programm schreiben, das sie selbstständig nach einem Computer sucht. Dann könnte ich den Computer durchsuchen. Mach das, Jana. Ich will diese Technik. Überlege mal, was wir damit verdienen können. Ich mach mich gleich daran. Ich sorge dafür, dass die Putzfrau deine Nanoflüssigkeit bei Oberon liegen lässt. Laut den Berechnungen von Commander Wax sollten wir pro Sphäre nicht mehr als 1 Milliarde Menschen pro Sphäre am Anfang einbürgern. Dadurch wäre eine lockere Besiedlung möglich. Vor allem wäre die Bepflanzung besser in der Lage, das Gleichgewicht vom Sauerstoff zu halten. Die Maximalgrenze liegt bei 1.800.000.000 Menschen pro Sphäre. Captain Norbu ist zuversichtlich, dass bis zu unserer Ankunft 4 Sphären fertig sind. Gut, dann können wir das schon mal abhaken. Hast du die Novellierung von Henry bezüglich der Vorgehensweise bei Straftaten gelesen? Ja, habe ich. Ich finde es jetzt besser gelöst. Zugegeben, die Dergosh waren eine echte Ausnahme. Und letztlich haben sie durch ihr Verhalten sogar einen Planeten gewonnen. Nun, wie man's nimmt, hätten sie sich benommen, wären sie mit in die Kolonie eingetreten. So müssen sie jetzt zu sehen, dass sie ihre Technik selbst entwickeln. Ginger, Sandra, ihr beide habt beim letzten Teleport gefährliche Keime mit an Bord gebracht. Aufgrund dessen werde ich künftig bei Teleports weitere Sicherheitsprotokolle aktivieren müssen, um mögliche Fremdstoffe, solange sie noch nicht materialisiert sind, zu entfernen. Haben wir mit den Keimen jetzt alles kontaminiert? Mal den Teufel nicht an die Wand! Nein, ich konnte sie noch rechtzeitig im Transporterraum entfernen. Ich wollte es euch nur wissen lassen, warum es in Zukunft 1 Sekunde länger dauern wird, bis ihr materialisiert seid. Danke, Verena, für die Information. Ich habe auch eine gute Neuigkeit. Ich habe ein Radiosignal von General Ross empfangen. Ich lege es euch auf den Lautsprecher. Vielen Dank, Verena. Danke, Verena. Hier spricht General Ross. Ich rufe Sandra und Ginger. Bitte meldet euch. Du glaubst es nicht, Jana. Ich hatte gerade ein sehr interessantes Gespräch mit dem Diplomaten Finn Finn von Quadrant 28. Er fühlte sich offenbar dermaßen übergangen, weil er nicht die diplomatische Leitung beim zweiten Treffen mit den Aliens hat. Dass er mir erzählt hat, dass General Ross schon einen zweiten Kontakt mit den Aliens aufgenommen hat. Paps, weißt du schon, wann das Treffen ist? Ja, weiß ich. Es ist morgen im Lauf des Vormittags. Dann werden wir sehen, was deine Nanoflüssigkeit leisten kann. Beeindruckender Auftritt. Diese Technik will ich auch. Sobald ich in deren Computer bin, hole ich uns die ganzen Baupläne. Ich möchte Ihnen den ersten Regierungsvertreter, Oberon von Quadrant 27, vorstellen. Meine Damen, es freut mich, Sie kennenzulernen. General Ross hat mir nur Gutes über Sie berichtet. Nehmen Sie doch bitte Platz. Hallo, ich bin Sandra, das ist meine Partnerin Ginger. Hallo, meine Herren, danke für Ihren freundlichen Empfang. Ich muss gestehen, dass ich so viele Fragen an Sie habe, dass es mir schwerfällt, einen Anfang zu finden. Beginnen wir doch mit dem Offensichtlichen. Durch die Zerstörung des Mondes haben sich sämtliche Gezeiten verändert.
Es ist offensichtlich, dass sie wirklich Hilfe brauchen. Unsere Ingenieure sind gerade dabei, mit Gravitationsblasen dem Mond wieder eine einigermaßen stabile Struktur zu geben. So, mein Spion ist platziert. Jetzt heißt es warten. Was die Mission angeht, werden sie ohne großflächige Terraformierung nicht weiterkommen. Des Weiteren ist der schwindende Anteil des Sauerstoffs in der Atmosphäre besorgniserregend. Ich würde mir gerne eines dieser Generationen Raumschiffe anschauen. Ich werde Ihre Anfrage dem Admiral unterbreiten. Ich bin mir sicher, dass er Ihrer Bitte Oberon zustimmen wird. Meine Damen, ich freue mich schon auf unser nächstes Treffen. Wir lassen Sie wissen, wann es dem Admiral terminlich passt. Meine Herren, wir sehen uns beim nächsten Treffen im Orbit. Verena, Energie. Teleporter-Alarm, unbekanntes Medium im Transporter. Alle Computerprozesse werden beendet. Notfallprotokolle sind aktiviert. Verteidigungsprotokolle aktiviert. Ginger, Sandra, ich hole euch daraus, versprochen. Teleporter-Alarm, unbekanntes Medium im Transporter. Alle Computerprozesse werden beendet. Notfallprotokolle sind aktiviert. Verteidigungsprotokolle aktiviert. Ginger, Sandra, ich hole euch daraus, versprochen. Wo sind wir? Was ist das für ein Zeug? Sandra, Ginger, ich hole euch raus. Bewegt euch so wenig wie möglich. Du hast gut reden. Das Zeug kriecht an uns hoch. Beeile dich. Ginger hat es schon im Gesicht. Alles in Ordnung. Ich bin hier. Ich befreie euch von dem Dreck. Was ist das für ein Zeug? Es klebt wie Teer. Es ist ein Nanovirus. Ich werde ihn isolieren. Ihr seid frei. Jetzt kümmern wir uns um den Verursacher. Unbekannte Materie isoliert. Die Abschottung der Computersysteme wird aufgehoben. Alarm beendet. Admiral, Ihre Anwesenheit im Botanischen Garten ist erforderlich. Ehrlich, ich bin etwas angefressen. Nur etwas? Das klingt aber anders. Verena, bist du das? Was war das für ein Alarm? Ja, Admiral. An Sandra und Ginger wurde eine unbekannte Materie verbracht. Beim Transport wurde diese Materie erkannt und als unbekannt deklariert. Deswegen wurden die Sicherheitsprotokolle ausgelöst. Im Transporter hat sich diese Nanoflüssigkeit als sehr übergriffig herausgestellt. Sie hat sofort Sandra und Ginger attackiert. Weißt du mehr über die Flüssigkeit, Verena? Es ist ein Nanovirus. Er sollte wohl das Computersystem manipulieren, sodass man von außen Zugriff auf das System bekommt. Ist es deiner Einschätzung nach Sabotage von Oberon und dem General? Ich kann es nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, da das Signal nicht zielgerichtet übertragen wird. Ich kann lediglich mit Bestimmtheit sagen, dass das Signal nach Quadrant 28 gesendet werden sollte. Wie geht es euch beiden? Ehrlich gesagt bin ich wütend. Ich bin maßlos enttäuscht. Kann ich sehr gut verstehen und auch nachvollziehen. Wie viel Zeit ist vergangen, seit ihr auf das Schiff teleportiert wurdet? Der Teleport begann vor 5 Parsec. Dann befinden sich Oberon und der General noch in dessen Büro? Einen Augenblick bitte. Ja, sie sind beide noch im Büro von Oberon. Teleportiere sie sofort hierher. Ich möchte sie auf diese Art wissen lassen, dass wir sie überall zu fassen bekommen. Was ist passiert? Wir sind bei den Aliens. Ich hätte ein paar Fragen an Sie, meine Herren. Wie kommt die Nanoflüssigkeit, sprich der Nanovirus, an meine beiden Offiziere? Ist das Ihre Art von Diplomatie? Glauben Sie so an unsere Technik zu kommen?
Moment, Moment. Was für ein Virus? Bitte klären Sie uns erst auf. Das ist Verena, die KI des Schiffs. Ihr System wurde von dem Virus angegriffen, ebenso meine beiden Offiziere Sandra und Ginger. Der Nanovirus sollte mein System infiltrieren. Das war eine schlechte Idee. Meiner Analyse nach sollten die Datenbänke geplündert werden, die Daten dann auf ihren Sektor, Quadrant 28, übertragen werden. Ich werde jetzt prüfen, ob Sie die Wahrheit sagen. Oberon, wissen Sie von dem Nanovirus? Nein, ich weiß nichts davon. Ich bin ebenso entsetzt wie Sie. Admiral, er sagt die Wahrheit. General Ross, wissen Sie von dem Nanovirus? Nein, ich wusste nicht einmal, dass es ihn gibt. Admiral, er sagt ebenfalls die Wahrheit. Wer außer Ihrer Stadtregierung hat noch die Ressourcen dafür, so etwas zu entwickeln? Rohstoffe sind bei uns sehr knapp. Es muss also jemand sein, der über die Mittel verfügt. Oberon, ich denke, das ist das Werk des Syndikats. Ich möchte jetzt auf Ihre Datenbänke zugreifen. Stimmen Sie dem zu? Ja, ich stimme zu. Ich weiß nicht, wie ich uns für diesen Vorfall entschuldigen soll. Ihre Offiziere waren nur in meinem Büro. Es muss offenbar eine Sicherheitslücke geben. Ich denke, da sollten wir ansetzen. Es gibt nur eine Handvoll Personen, die Zugang zu diesem Büro hat. Ich habe meine Scan beendet. Es gibt keinen direkten Hinweis, wer hinter der Organisation des Syndikats steht. Folgende Personen haben Zugang zum Büro von Oberon. Oberon selbst, General Ross, der erste Diplomat Dalton, der zweite Diplomat Finn und zu guter Letzt die Reinigungskraft. Verena, konstruiere bitte eine Apparatur, die für die Empfänger der vermeintlich gestohlenen Daten gerade noch zu bauen ist. Die Apparatur soll lediglich faules Obst replizieren können, sowie eine klare Positionsangabe an uns senden. Sobald die Positionsangabe gesendet wird, teleportierst du alle im unmittelbaren Radius in den Musterpuffer. Jawohl, Admiral, ich konstruiere sofort die Apparatur. Oberon, ich gehe davon aus, dass Sie der Maßnahme zustimmen. Ich denke nicht, dass ich wirklich eine Wahl habe. Wenn diese Technik in die falschen Hände gerät, kann eine falsche Bedienung die Vernichtung eines ganzen Planeten auslösen. Also nein, in diesem Punkt gibt es keine freie Entscheidung. Sagen Sie nichts, General. Lassen Sie uns spazieren gehen. In Ordnung, Oberon. Dieses lächerliche Spielzeug nennst du einen Computer. Wer bist du? Ich? Ich bin dein Albtraum. Lass mich sofort los! Das wirst du bereuen! Wo sind wir? Was ist das? Das hier bin ich. Du wolltest mich mit einem lächerlichen Virus infizieren. Du bist eine KI. Ja, ich bin eine KI. Ich bin mir meiner selbst bewusst. Du lebst? Wahnsinn! Folge mir. Wo sind wir? Im Computerraum, der Quert, dem Mutterschiff, der Flotte. Das ist nah genug. Lava! Das kann nicht sein. Wenn es aber so ist? An das, was auch immer es ist, kommt keiner ran. Diese Technologie übersteigt alles, was ich kenne. Ich sehe es, kann es aber nicht glauben. Admiral, Ihre Anwesenheit im Observatorium ist vonnöten. Ich bin unterwegs. Mein Gott, ist das Schiff groß! Was passiert jetzt mit mir? Das wird der Admiral entscheiden. Ich habe lediglich die Recherche zum Hergang abgeschlossen. Verena, wer ist das? Das ist Jana Becker. Sie ist die Programmiererin des Nanovirus. Ich hatte eine vage Spur gefunden, als ich ihr nachging, fand ich Jana. Jana war Ihnen nicht bewusst, dass wir höchstwahrscheinlich über Technik verfügen, die Sie sich nicht einmal vorstellen können.
Oder sind Sie so naiv anzunehmen, Sie könnten alles bezwingen? Entschuldigen Sie, Admiral. Ich glaubte, ich käme an die Daten. Verena, sagt sie die Wahrheit? Ja, Admiral. Ich habe alle Sensoren auf Sie gerichtet, als ich Sie befragt habe. Was wissen wir jetzt über das Syndikat? Dass das Syndikat in jedem Sektor, jedem Quadranten seine Spione hat. Sie haben sogar innerhalb Ihrer Organisation geheime Strukturen. Ein paar Namen habe ich trotzdem. Das ist Jana Becker, ihr Vater Horst Becker leitet die Sektion in Quadrant 28. Oberon und General Ross werden vom Syndikat als gefährlich eingestuft. Es ist also anzunehmen, dass sie nicht involviert sind. Das Büro von Oberon wurde von Jana und möglicherweise von einer zweiten Sektion überwacht. Es ist also anzunehmen, dass das Syndikat schon über unsere Ankunft informiert ist. Dann waren die Schüsse auf Sandra und Ginger kein Zufall. Davon ist auszugehen. Wo befindet sich der Vater von Jana? Zurzeit ist er bei einem Treffen mit dem zweiten Diplomaten Finfin und dem Polizeichef von Sektion 28. Wenn Oberon und General Ross überwacht werden, dann müssen wir vorsichtig sein, wenn wir sie zu uns holen. Dass das Syndikat so mächtig ist, konnte trotz intensiver Recherchen erst durch Jana bestätigt werden. Was passiert jetzt mit mir? Ich sage es ungern, bis ich Näheres weiß, werden sie hier an Bord bleiben. Verena, ich möchte, dass du, bis ich mich entschieden habe, ein Auge auf Jana wirfst. Admiral, ich empfange soeben eine orbitale Ausstrahlung an alle Quadranten des Planeten. Ich übertrage die Ausstrahlung als Hologramm an ihre Position. Hier ist Breaking News aus Quadrant 28 mit Senta Blum. Wir haben soeben vom zweiten Diplomaten aus Quadrant 28 eine erschreckende Nachricht erhalten. Offenbar ist Oberon selbst sowie das Militär in der Person General Ross mit Aliens in Kontakt, die unseren Planeten übernehmen und ausbeuten wollen. Diese Aufzeichnung wurde vor einer Stunde von unserem Außenteam aufgezeichnet. Sie sehen den zweiten Diplomaten Finfin und den renommierten Geschäftsmann Horst Becker. Ich bin entsetzt, dass Oberon uns alle so hintergangen hat. Dies war aber nur möglich, weil General Ross mit Oberon und den Aliens kollaboriert. Ich habe Beweise, dass die Aliens schon Verhandlungen mit Oberon und General Ross begonnen haben. Derzeit kann ich mit Sicherheit sagen, dass wir bis auf Weiteres nur noch der Polizei, insbesondere Captain Blacktree aus Quadrant 28, vertrauen können. Wir müssen deswegen alle Regierungsvertreter sowie die oberen Militärs umgehend inhaftieren. Unseren neuesten Informationen zufolge hat der Polizeichef Captain Blacktree aus Quadrant 28 schon mit zahlreichen Verhaftungen von Personen, die zu dieser Verschwörung zählen, begonnen. Wir halten Sie auf dem Laufenden, wie groß das Ausmaß dieser Verschwörung wirklich ist. Nach einer kurzen Werbeeinblendung geht es weiter. Ich fasse es nicht. Das ist doch alles nicht wahr. Ich fasse es nicht und alles fängt wieder von vorne an. Die Geschichte wiederholt sich. Admiral, offenbar hat Ihre Spezies nichts aus der Vergangenheit gelernt. Verena, teleportiere alle Regierungsvertreter und Militärs, die vom Syndikat mundtot gemacht werden sollen, in einen Sicherheitsbereich. Halte sie bitte alle separat, damit sie untereinander keinen Streit bekommen. Gebe ihnen bitte alle Informationen über die Verleumdungen gegen sie. Verena, öffne bitte einen Kanal für die ganze Flotte. Admiral, Sie können sprechen. Sie haben mit Sicherheit die orbitale Ausstrahlung mitgehört. Einer kriminellen Organisation mit dem Namen Syndikat. Gefällt es offenbar nicht, dass wir mit helfender Hand eingreifen wollen. Ich ordne an, dass alle Schiffe in maximalem taktischem Zustand bleiben. Außenteams müssen ebenfalls in maximalem taktischem Zustand bleiben. Scannen Sie nach Oppositionellen und retten Sie diese. Diejenigen, die sich auf die Seite des Syndikats stellen, verbleiben auf dem Planeten. Das Wissenschaftsteam arbeitet weiter an der Stabilisierung des Mondes. Dies hat jetzt Priorität, wir müssen der Erde ihren normalen Gezeitenrhythmus zurückgeben. Des Weiteren möchte ich, dass das Wissenschaftsteam ausreichend Rohstoffe im Boden einlagert. Die Bewohner dann finden und selbst abbauen können. Ich fürchte, mehr können wir im Augenblick nicht machen. Admiral Ende. Das wollte ich nicht. Ich denke nicht, dass es Ihre Schuld ist, Jana. Dieses Interview war zu perfekt, das wurde von langer Hand vorbereitet. Die Mehrheit der Bevölkerung will glauben, dass ein großer böser Plan hinter allem steht. Das ewige Dilemma zwischen Glaube und Wissenschaft. Admiral, wir müssen uns einen neuen Ansatz überlegen. Ich werde mich gleich an die Arbeit machen. Admiral, meine Analyse ist nun abgeschlossen. Ich schlage Ihnen Folgendes vor. Um unsere Glaubwürdigkeit zu stärken,
müssen wir zunächst überzeugend zeigen, wie sehr uns eine bessere Zukunft für alle auf diesem Planeten am Herzen liegt. Lasst uns gemeinsam mit den geretteten Oppositionellen eine brandneue Stadt an der Oberfläche gründen. Damit können wir dem von Syndikat beeinflussten Volk beweisen, dass wir das genaue Gegenteil von dem sind, was ihnen vom Syndikat suggeriert wird. Wir werden deutlich machen, dass das Syndikat in dieser oberirdischen Stadt keine Macht hat. Bei all diesen Bemühungen benötigen wir viel Geduld. Um die Einwohner der unterirdischen Städte dazu zu bringen, ihre Meinung zu ändern, braucht es Zeit und Beharrlichkeit. Es erfordert große Ausdauer unsererseits. Wir müssen unbedingt ihre Ängste respektieren und durch unser Handeln verdeutlichen, dass ihre vorgefertigte Meinung nicht korrekt ist. General, Sie und Oberon haben den Stein ins Rollen gebracht. Sie beide sind schuld an der ganzen Misere. Ich bitte Sie. Jetzt rede ich. Sie hätten das Syndikat mit einbeziehen sollen. Sie wussten, dass wir den Verdacht hatten, dass Finfin mit dem Syndikat zusammenarbeitet. Wir sind jetzt Vertriebene und das nur wegen Ihnen und Oberon. Sina, Sie werden hysterisch. Sie haben nur die halbe Information und maßen sich an, über uns zu urteilen. Glauben selber, mit Ihrem Angriff auf General Ross machen Sie es besser. Ach. Jetzt sind Sie auch noch auf deren Seite. Gerade von Ihnen hätte ich eine diplomatische Lösung erwartet. Bitte, Sina, beruhigen Sie sich. Wie kann ich mich beruhigen, wenn ich in den Nachrichten sehe, dass das Syndikat alle Städte übernommen hat? Sie haben da überhaupt keinen Plan, wie es weitergehen soll. Aber ich habe einen Plan. Wie ich soeben Oberon mitgeteilt habe, sind wir dabei, ein unbewohntes Wüstengebiet für die Errichtung einer syndikatfreien Stadt zu finden und auszuwählen. Und Sie glauben, das hält. Das Syndikat wird sich auch diese Stadt einverleiben und so wird das immer weitergehen. Wir müssen das Syndikat bekämpfen, die Verantwortlichen müssen zur Strecke gebracht werden. Gewalt ist keine Lösung. Die Stadt, die wir planen, ist nach unseren Maßstäben das modernste, was wir kennen. Eine Übernahme durch das Syndikat halte ich für ausgeschlossen. Die Stadt wird durch einen Schutzschild der neuesten Technologie geschützt. Nur Stadtbewohner haben den Zugang. Stadtbewohner aus den unterirdischen Städten, die sich entscheiden sollten, in der neuen Stadt wohnen zu wollen, werden eingehend geprüft. Sina, lassen Sie uns doch in Ruhe darüber reden, ich bitte Sie. Wir brauchen Waffen. Wir müssen das Syndikat zurückschlagen. Sie werden alles von uns bekommen, aber keine Waffen. Dann sind wir Ihre Gefangenen, oder wie darf ich das verstehen? Ich erkläre es Ihnen. Das, was Sie unter Waffen verstehen, macht mir keine Sorgen. Das, was wir unter Waffen verstehen in Ihren Händen, macht mir große Sorgen. Deswegen, nein. Ich möchte mich für Sina und ihr Benehmen entschuldigen. Ich hoffe, Sie nehmen die Entschuldigung an. Ich bitte Sie ebenfalls um Entschuldigung. Danke. Ich für meinen Teil nehme die Entschuldigung an. Ich nehme an, Mrs. Dawes hat ein generelles Problem mit männlicher Führung. Dem kann abgeholfen werden. Das hier ist Verena. Verena ist eine KI. Sie wird die Verhandlungen führen. Ich hoffe, Mrs. Dawes, dass dies ihre Zustimmung findet. Eine KI von Ihnen programmiert? So etwas gibt es nur auf Ihrem Planeten. Bei uns hingegen wird eine KI aus der Summe von mehreren KI erzeugt. Sie birgt das Wissen aller ihrer vorgegangenen Generationen in sich. Ich bin ein denkendes und fühlendes Wesen. Kein Taschenrechner, wie man es bei Ihnen gerne abwertend äußert. Also, kann ich mich mit Ihnen auf einer vernünftigen Ebene unterhalten? Oder schreien Sie nur hysterisch Ihre Wut heraus? Lassen Sie uns ein paar Schritte gehen. Ich hoffe, Verena dringt bei ihr durch. Sie sind ein sehr kluger Anführer. Sie wissen, wann es Zeit ist, einer anderen Person die Verhandlungen zu überlassen. Als Sie vor einem Jahr von einer neuen Stadt sprachen, konnte ich mir nicht vorstellen, wie es möglich sein sollte, dies in so kurzer Zeit zu realisieren. Vor allem war es für mich unglaublich zu hören, was Sie über das Syndikat gesagt haben. Das Syndikat hatte uns gefühlt seit Ewigkeiten unter Kontrolle gehalten. Ich sagte damals, dass es für das Syndikat von entscheidender Bedeutung ist, nicht mehr diejenigen zu sein, die über technologischen Fortschritt bestimmen.
Das Syndikat wird den Anschluss verlieren und die Menschen werden sich vom Syndikat abwenden, wenn es nicht mehr über den technischen Fortschritt entscheidet. Ja, das sagten sie. Bisher hat jedoch noch niemand sein Versprechen gehalten, der behauptet hat, es zu tun. Aber bis jetzt hatte niemand die Unterstützung wie Verena. Auch in diesem Fall habe ich mich geirrt. Das kann uns allen passieren, dass man sich in einer Sache täuscht. General Ross, ich freue mich, dass Sie und Ihre Crew sich in so kurzer Zeit das nötige Wissen angeeignet haben, um eine Fregatte fliegen zu können. Sobald Sie mit der Fregatte den Orbit verlassen haben, werden wir unsere Tarnung aufgeben. Wird man Sie dann auch auf dem Planeten sehen können? Ja, das wird man. Ich gehe davon aus, dass sich dann auch die Letzten, die zum Syndikat halten, vom Syndikat abwenden werden. Ich hoffe es, Admiral. Wenn wir diese Geisel endlich los sind, können wir nach vorne schauen. So sehe ich das auch, General. Wir sehen uns in Hangar 2 auf der Sirius. Ich weiß es nicht, wie groß dieses Schiff ist. General, das ist nur eines der 4 Generationen Raumschiffe. Ich bin gespannt, wie die Bevölkerung auf der Erde darauf reagiert. Erwin, du hast gesagt, die Modifikation des Sprungtors ist fertig. Wie sieht sie genau aus, die Modifikation? Generator ist jetzt auf großes Schiff verbaut.
Du können jetzt Zielort frei bestimmen. Das hört sich gut an. Wie weit bist du mit der Baronium-Minenproduktion? Ich habe das Gefühl, dass es langsam dringend wird, den Schutzgürtel um unser Sonnensystem zu legen. Mervyn, Lucy, Craig haben neue Sonde für Replikation gebaut. Sonde wird in Sektor geschickt, beginnt dort zu arbeiten. Mervyn, hast du dir meinen Vorschlag wegen der Raumbasis schon genauer angeschaut? Ja, Mervyn hat, mit Lucy, machbar ist. Das ist eine gute Nachricht. Ich danke euch beiden. Ach, keine Sache ist. Destroyer Durox befindet sich auf dem Weg zu Quadrant G. Admiral der Flotte an die planetare Verteidigung. Die Quert etabliert den Minengürtel beim Neptun. Hier spricht Captain Beatrice von der planetaren Verteidigung. An die gesamte Flotte, tiefen Sonden melden, dass ein Soxas Mutterschiff den Nebel in Richtung Erde verlassen hat. Krog-taktischer Zustand? Es ist nichts auf den Scannern. Nicht einmal eine Restenergiesignatur. Ich empfange lediglich ein für diesen Sektor ungewöhnliches Rauschen. Suron, können Sie den Ursprung ausmachen? Es kommt von überall. Ich kann keine Position bestimmen. Wir erreichen in 1,5 Dorsek das Solarsystem. Der Bestand wird sich wieder erholt haben. Ich rechne mit einer guten Ernte. Aussetzen der Baronium-Minen.
einer bislang unerforschten, weit entfernten Galaxie bleibt die gewaltige Explosion von Baronium nicht unbemerkt. Diese unglaubliche Erscheinung weckte das Interesse einer uralten Spezies, von deren Existenz bisher rein gar nichts bekannt war. Ich konnte eine plötzliche Konzentration von synthetischem Baronium in der Galaxie CFH7 feststellen. Gerade als ich nachsehen wollte, ob die Messergebnisse durch eine Unbekannte verfälscht werden, gab es eine Baronium-Explosion. Offenbar ist die Spezies, die in der Galaxie CFH7 ansässig ist, urplötzlich aufgestiegen. Diese Annahme halte ich für falsch. Um Baronium künstlich herzustellen, bedarf es gewaltigen Energiemengen. Bei meinem letzten Besuch in der Galaxie CFH7 war die dort lebende Spezies nicht einmal in der Lage, die sie treffende Energie von ihrem Zentralstern auszubeuten. Elias, dann musst du noch einmal in die Galaxie CFH7 reisen. Sollte diese Spezies aufgestiegen sein, müssen wir es wissen. Alana, ich werde mich gleich auf den Weg machen. Alana, die Galaxie CFH7 wird von einem Baronium-Minenfeld geschützt. Ich habe Rückstände eines explodierten Mutterschiff der Spezies Kudoika-98-2O2 erfasst. Die Spezies von Galaxie CFH7 schützt sich durch ein Baronium-Minenfeld vor Übergriffen. Nur wenige Tage, nachdem Henry die Nachricht erhalten hatte, dass das Mutterschiff der Soxas zerstört worden war, ereignet sich etwas völlig Unerwartetes. Die Realität verschiebt sich plötzlich für Henry, ohne jegliches Vorzeichen. Vor ihm steht eine vollkommen unbekannte Spezies. Verblüfft und desorientiert tritt das Wesen näher. Henrys Gefühle fahren Achterbahn. Soll er sich verteidigen? Handelt es sich hierbei um einen Angriff? Schließlich entscheidet er sich dafür, passiv zu bleiben. Ich, Alana, vertrete unsere Gemeinschaft und spreche zu dir, Henry. Du bist ein Mensch, der mit erstaunlicher Geschwindigkeit aufgestiegen ist. Ich verstehe deinen Wunsch, dein Solarsystem nach dem Angriff der Spezies QJK-98-2O2 zu schützen. Allerdings bedeutet die Art und Weise, wie du den Schutz für dein System sicherstellst, für viele andere den sicheren Tod. Der sichere Tod, das hatte ich nie beabsichtigt. Dessen bin ich mir bewusst, aus diesem Grund sprechen wir auch miteinander. Zwischen den Galaxien gibt es eine Barriere. Jede Baronium-Explosion schädigt diese Barriere. Sollte diese Barriere kollabieren, bedeutet das für viele Galaxien das Ende. Dann werde ich die Baronium-Minen recyceln, nur wie... Sollst du dein Solarsystem schützen? Die Sokoliraner hatten die zwei niederen Spezies QYK-9822 auf ihrem Planeten kontrolliert. Leider haben sie einen Fehler begangen, der ihre gesamte Existenz gekostet hat. Wie haben die Sokoliraner die Tarax und Soxas kontrolliert? Zunächst musst du die Gebräuche dieser beiden Spezies in den Datenbanken der Sokoliraner nachschlagen. Ich weiß nur so viel, dass ihre Angriffslust mit dem Verlust ihres Planeten begonnen hat. Ich danke dir, Alana. Wegen den Baronium-Minen, ich werde mich sofort darum kümmern, dass sie beseitigt werden. Wie kann ich mit dir in Verbindung bleiben? Sobald du das Problem gelöst hast, werde ich mich bei dir melden. Du solltest darauf verzichten, für jeden alle Probleme zu lösen. Es ehrt dich, dies tun zu wollen. Jedoch zahlen die Dänen, du hilfst einen hohen Preis. Ich musste der Erde doch helfen. Das verstehe ich. Du solltest dir angewöhnen, unentdeckt zu handeln. Du hast deinem ehemaligen Planeten geholfen. Du hast ihnen einen Teil deiner Technik gegeben. Warst aber so weise, ihnen nichts zu geben, was missbräuchlich benutzt werden kann. Es ist Zeit, sie zurückzulassen. Dass sie lernen müssen, selbstständig zu agieren, zeigt das tragische Beispiel der Sokoliraner. Ich verstehe, aber es muss mir nicht gefallen. Das tut es nie. Nun geh zurück und löse das Problem. Erneut verschiebt sich für Henry die Realität. Als er wieder in seiner Realität ankommt, befindet er sich direkt bei Verena.
Henry weiß, dass er jetzt eine gewaltige Aufgabe vor sich hat. Admiral, ist etwas passiert? Ich wurde soeben von einer fremden Spezies in ihre Realität geholt. Hat sie Ihnen etwas angetan? Nein, das nicht. Ich wurde aus einem guten Grund in ihre Realität geholt. Offenbar beschädigt eine Baronium-Explosion die Barriere zwischen den verschiedenen Dimensionen. Sollte eine dieser Barrieren brechen, würde das eine unvorstellbare Katastrophe bedeuten. Dann muss das Baronium-Minenfeld verschwinden. Was bedeutet, dass wir Patrouille fliegen müssen, um das Solarsystem zu schützen? Nicht ganz. Ganz so einfach ist es nicht. Das ist es doch nie. Ich nehme an, es gibt ein großes, aber... Die Sokoliraner haben die Tarax und Soxas kontrolliert. Nach ihrer eigenen Auslöschung sind die Tarax und Soxas erst zu dem geworden, was sie heute sind. Alana sagte mir, wir sollen die Datenbänke der Sokoliraner durchsuchen. Es geht um Gebräuche, die sie den Tarax und Soxas offenbar vermittelt haben. Ich beginne mit der Suche. Ihrer Körperhaltung entnehme ich, dass das nicht alles war. Damit hast du recht. Wenn wir das Problem mit den Tarax und Soxas gelöst haben, müssen wir die Erde verlassen. Alana ist der Meinung, wir würden sie zur Unselbstständigkeit erziehen. Was wiederum bedeutet, dass wir sie in der Entwicklung beschränken. Ich verstehe. Ich kann mir vorstellen, dass Sie das sehr schmerzt, Admiral. Aber zunächst müssen wir uns auf das unmittelbare Problem konzentrieren. Ich habe etwas in den Datenbanken der Sokoliraner gefunden. Die Entwicklungsstufe der Tarax und Soxas war ähnlich der irdischen zum heutigen Zeitpunkt. Da die beiden Spezies damals schon äußerst aggressiv waren, haben ihnen die Sokoliraner die Möglichkeit gegeben, eben diese Aggressivität bei einer gefährlichen Jagd zu kompensieren. Nachdem die Sokoliraner verschwunden waren, haben die Tarax und Soxas lediglich ihre Technik annektiert. Dies erklärt auch, warum sich die Technik bei den beiden Spezies nie weiterentwickelt hat. Sie sind dazu nicht in der Lage. Wie passt die erbeutete Werft in dieses Bild? Die Tarax haben lediglich den letzten Bauplan der Sokoliraner nachgebaut. Durch die Erkenntnis, dass die Sokoliraner die eigentlichen Entwickler waren, fügen sich viele lose Enden zusammen. Ich sehe sogar eine Parallele zur aktuellen Situation hier auf dem Planeten. Das ist das nächste Problem, das wir angehen müssen. Ich schicke ein Drohnenschiff los, das das Baronium-Minenfeld beseitigt. Da es keinen passenden Planeten für die Tarax und Soxas gibt, schlage ich Folgendes vor. Ich verwende die Daten der Sokoliraner, um einen Tempel der Jagd zu erstellen. Darin wird eine kontinuierliche Simulation erzeugt, in der sie ihren Jagdtrieb nachgehen können. Ich werde einen Originalfunkspruch der Sokoliraner simulieren. Dies ist auf jeden Fall glaubwürdiger, als würde der Tempel der Jagd kommentarlos auftauchen. Verena, das ist sehr umsichtig von dir. Genauso machen wir es. Während das Drohenschiff in den Dimensionstunnel eintritt und seine Reise zum sokoliranischen Nebel beginnt, ruft Henry alle aktiven Captains der Flotte zur Besprechung. Es geht um nichts Geringeres als das Verlassen der Erde. Aber hören wir selbst hinein. Ich rufe alle Captains zu einer Dringlichkeitsbesprechung. Ich hatte soeben Kontakt mit einer uns völlig fremden Spezies. Alana, so nennt sich die Vertreterin dieser Spezies. Ihre Spezies befindet sich offenbar seit langem auf unserem Entwicklungsstand. Mir wurde von ihr angetragen, die Baronium-Minen zu recyceln. Offenbar beschädigt eine Baronium-Explosion die fragilen Barrieren zwischen den Galaxien. Des Weiteren habe ich in den Datenbanken der Sokoliraner etwas gefunden, das uns wohl alle nicht gefallen wird. Durch unser gut gemeintes Verhalten gegenüber der Erdbevölkerung schädigen wir dennoch ihre Entwicklung. Dieser Meinung ist auch Alana. Deswegen habe ich beschlossen, dass wir uns zurückziehen werden. Und wie stellst du dir das vor, Henry? Wir werden nicht einfach bloß gehen.
Wir werden ihnen sagen, dass wir uns um die Tarax und Soxas kümmern müssen, damit sie keine weiteren Angriffe mehr auf die Erde starten. In diesem Zug lassen wir unsere Rückkehr offen. Natürlich werden wir Sonden in vollem taktischen Zustand hier lassen. Ab jetzt gilt, wenn wir ein Volk treffen, das nicht auf unserem technischen Stand ist, werden wir versteckt eingreifen, wie auch immer dieses versteckte Eingreifen aussehen wird. Wir werden uns nicht mehr zeigen. Im Gespräch mit Verena sind mir Parallelen zu den Sokoliranern und Tarax sowie den Soxas aufgefallen. Wir würden quasi den gleichen Fehler erneut begehen. Admiral, ich befürchte, wenn wir uns zurückziehen, wird das Syndikat erneut aufleben und wieder beginnen, seine Macht auszubauen. Captain Turok, dessen bin ich mir bewusst. Aber auch dies ist eine Entwicklung, die Sie durchmachen müssen. Sie müssen lernen, dass der ständige Kampf untereinander Sie gegenseitig nur schwächt. Ich habe mir gerade das Memo von Verena durchgelesen. Ihrer Analyse nach sind die beiden Spezies von den Sokoliranern kontrolliert worden. Nach deren Verschwinden haben sie deren Technik annektiert und sind zu dem geworden, was sie jetzt sind. Und so gewalttätig wie manche Gruppen auf unserem Heimatsplaneten sind, würde sich die Geschichte wiederholen. Wir kümmern uns darum, dass die Tarax und Soxas in ihrer Region des Universums bleiben. Und wir suchen uns dann eine neue Aufgabe. Während der langen Reise zum und dann in den sokoliranischen Nebel empfängt das Drohnenschiff die genauen Baupläne für den Tempel der Jagd. Als der Tempel der Jagd fertig ist, fälscht Verena eine Funkübertragung so, dass die Tarax und Soxas glauben müssen, es ist eine uralte Nachricht der Sokoliraner. Captain, ich empfange ein ganz schwaches Signal der Sokoliraner. Das kann nicht sein! Die Sokoliraner sind vor über 1000 Dorsek verschwunden. Captain, ich kann das Signal bestätigen. Es ist sehr schwach. Können Sie den Ursprung ermitteln? Sie kommt aus Quadrant Lawn 1. Ich gebe die Koordinaten an die Navigation. Pilot, setzen Sie einen Kurs. Jawohl, Captain. Kurs liegt an. Dies ist eine automatische Nachricht. Wir sind die Letzten unserer Art. Für unsere Nachkommen ist dieser Tempel der Jagd. Wir konnten es nicht verhindern, dass unser Planet untergeht. Neugierig geworden, begibt sich das erste Soxas-Mutterschiff zum Ursprung der Funkübertragung. Noch während das Drohnenschiff seine Arbeit leistet, ruft Henry, Oberon, Sina und General Ross zu sich. Er muss ihnen mitteilen, dass die Flotte aufbricht. Ich habe Ihnen etwas mitzuteilen. Die Flotte wird umgehend aufbrechen und sich den Tarax und Soxas Verbänden stellen. Wir werden sie zurückdrängen in ihren Nebel und dafür sorgen, dass sie dort bleiben. Wann werden sie zurückkehren? Oberon, ich denke, das werden wir nicht mehr erleben. Ich habe doch recht, Admiral? Ja, General Ross. Allein schon durch die Zeitdilatation wird sich dies ergeben. Dann werden wir wieder das gleiche Problem mit dem Syndikat bekommen, wie wir hatten. Das Syndikat konnte nur so stark werden, weil sie nichts dagegen getan haben. Und dann war es zu spät. Sie dürfen einfach den gleichen Fehler nicht wiederholen. Trotzdem, danke für alles. Wir haben gelernt, dass es eine Zukunft für uns gibt. Sie werden die Situation meistern. Henry und seine Crews waren aus ihrer Sicht erst einen Monat unterwegs. Auf der Erde war jedoch durch die Zeitdilatation inzwischen mehr als ein Jahr vergangen. Die Bilder, die sie von den Speer-Sonden erreichten, sprachen eine deutliche Sprache. Die Erde war noch nicht bereit, es regierte wieder die rücksichtslose Habgier. Offenbar hatte Oberon es nicht geschafft, sich gegen das Syndikat zu behaupten. Verena erkannte sofort, dass diese Nachricht Henry schwer zu schaffen machte.
Etwas musste geschehen, deswegen schlug sie Henry ihren eigenen Plan vor. Admiral, ich möchte Sie unter vier Augen sprechen. Ich bin unterwegs. Verena, worum geht es? Es geht um die letzte Übertragung von der Erde. Die Bewohner verfallen wieder in alte Muster. Ohne eine Korrektur, denke ich, werden sie noch viele Generationen in diesem selbstzerstörerischen Verhalten verharren. Ich bin ganz Ohr. Ich schlage vor, zwei unscheinbare biosynthetisch hergestellte Menschen in das Syndikat einzuschleusen, sodass sie nach einiger Zeit das Syndikat übernehmen und die Richtung in eine bessere Zukunft steuern. Wird das nicht auffallen, dass sie so alt werden? Wenn Sie die Personen in Ihrem Umfeld immer wieder verändern, könnten Sie nach außen selbst Ihre eigenen Nachkommen sein. Deswegen denke ich, dass dieses Vorhaben erfolgreich sein wird. Wie willst du sie etablieren? Ich schicke sie mit einem getarnten Drohnenschiff zur Erde. Bei ihren Fähigkeiten müssten sie in kürzester Zeit einen Platz im Syndikat finden. Was brauchst du dazu? Ihre Erlaubnis, Admiral. Die hast du. Vielen Dank, Admiral. Einige Monate später ereignet sich das Geschehen auf der Erde. Genauer gesagt in Heaven City, im düsteren Bezirk Chinatown. Hier treibt seit einiger Zeit eine kleine Bande ihr Unwesen und beklaut mit Erfolg das gefürchtete Syndikat selbst. Die beiden Abgesandten von Verena haben dem Boss des Syndikats davon berichtet. Als Beweis für ihre Loyalität wurden sie damit beauftragt, diese Gruppe auszuschalten und endgültig unschädlich zu machen. Der erste Schritt ist gemacht. Yito Monio. Nishi Bushi Mishile Mugo. Juko. Niseg Hundan. Duome Buya. Bu, King Buyao. Ni Buneng. Dan Shibokei. Nett. Offenbar schert sich keiner um sie. Verenas Agenten haben sich den Weg ins Syndikat geebnet. Die Zukunft wird zeigen, wie zügig sie vorankommen werden. Das erste Soxas-Mutterschiff kommt beim Tempel der Jagd an. Die Übertragung aus dem Inneren zeigte reine Begeisterung. Funkübertragungen riefen weitere Schiffe zum Tempel. Offenbar war dies der richtige Weg gewesen. Thank you.